Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich dir meine Geschenketipps zeigen. So den ein oder anderen Tipp braucht man vielleicht noch, wenn man auch so kurz vor knapp erst Geschenke besorgt. Ich möchte dir so einiges Selbstgemachtes zeigen, aber auch so ein bisschen was Gekauftes. Wie gesagt, so ein paar Tipps für dich einfach. Lehn dich zurück und hab jetzt einfach ganz viel Spaß mit dem Video. Starten wir als erstes mit drei gekauften Geschenken. Als erstes habe ich hier eine wunderschöne, flauschige Kuscheldecke. Ich denke, Kuscheldecken sind einfach etwas für jeden. Und hier habe ich mich für einen Grauton entschieden, da ich dachte, das passt einfach überall rein und ja, kann, denke ich, auch jeder gebrauchen. Als habe ich hier einen kleinen Dekobrunnen, der ist sogar beleuchtet. Ich denke, das ist auch eine Idee für jeden und ja, kann man einfach auch an jeden verschenken. Und die dritte gekaufte Idee ist ein Dusch- und Badeset. So etwas bekommst du natürlich auch in jeder Drogerie, das kannst du individuell gestalten. Einfach ein Duschset zusammenstellen für deine Person deiner Wahl und dann kannst du einfach auch nur eine Folie drum machen, das geht auch und ist, denke ich, auch immer ein wunderschönes Geschenk. Starten wir jetzt mit den DIY-Geschenken. Und zwar habe ich hier als erstes eine Tasse, die habe ich einfach verziert und zwar habe ich hier das Embossing-Set genutzt. Du kannst hier natürlich eine Tasse deiner Wahl nehmen oder auch sogar Gläser, das geht alles. Jetzt mal zur Erklärung von dem Embossing-Set. Und zwar kannst du mit einem Embossing-Set stempeln, je nachdem wie du das gerne magst. Du kannst aber auch einen Stift benutzen. Das Ganze funktioniert einfach so, dass das sozusagen, du hast ein Stempelkissen, das klebt, also du klebst quasi einfach bloß einen Klebefilm oder du malst etwas mit einem Klebestift. Danach gibst du einfach ein Powder drüber, das ist allerdings ein spezielles Powder. Und das wird einfach drüber gestreut, das überschüssige Powder wird einfach abgeklopft. Und dann wird das Ganze einfach mit dem Föhn erhitzt und das Ganze wird dann quasi so ein bisschen wie eingebrannt. Du siehst hier, denke ich, wie das Ganze so aufgebaut ist und ich denke mal, ja, das ist eigentlich auch so ein bisschen selbsterklärend. Ein Embossing-Set verlinke ich dir natürlich auch unten in der Infobox. Ich habe einfach ganz verschiedene Tassen gestaltet, da kannst du natürlich deiner Kreativität freien Lauf lassen. Weiter geht's auch schon mit dem zweiten DIY. Hier habe ich einfach ein Blatt von einem Designblock verwendet. Du kannst es natürlich auch auf einem weißen Blatt gestalten. Und dann brauchst du einfach Nudeln deiner Wahl, Spaghetti, Spirelli, wie auch immer, was du da gerne nehmen möchtest. Und jetzt kannst du einfach mit den Nudeln deiner Wahl ein Bild gestalten. Ich habe das Ganze erst einmal vorgelegt, damit ich hier einfach grob weiß, wo dann alles hinkommt, bevor ich es festklebe. Dann habe ich mir die Heißklebepistole geschnappt und alles gut befestigt. Und mit der Heißklebepistole übrigens wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Hier kann man sich wirklich ganz doll verbrennen. Und ich denke mal, es ist zu erkennen, das soll einen Tannenbaum darstellen. Außerdem habe ich mich noch an Schneestern versucht und drumherum habe ich auch noch wie einen Rahmen aus Nudeln geklebt. Ich finde das einfach eine ganz witzige und niedliche Idee. Ich denke mal, das ist eine Art Küchenbild. Sowas hat man, denke ich, einfach mal in der Küche zu hängen und ist, denke ich, auch eine witzige Idee für jeden. Kommen wir auch schon zum dritten DIY. Hier habe ich super leckere Mandelecken. Das Rezept ist auch ganz einfach. Starten wir mit Mehl, davon brauchst du 300 Gramm. Dann einmal Puderzucker, 140 Gramm. Kalte Butter, auch 140 Gramm. Das verrührst du dann erst einmal zu einem Teig. Und dann benötigst du noch 2 Eier. Wenn der Teig dann in etwa so ausschaut, kannst du das Ganze auf einem Backblech verteilen. Und dann wird das Ganze noch mit der Gabel so eingestochen. In der Zeit, wo wir den Guss vorbereiten, solltest du das Ganze noch einmal kühl stellen. Für den Guss benötigst du erstmal einen Topf, damit du alles gut erhitzen kannst. In den Topf hinein gibst du jetzt 125 Gramm Butter, außerdem 50 Gramm Honig, 220 Gramm Zucker, 200 Gramm gehackte Mandeln
und 200 Gramm gehobelte Mandeln. Das wird jetzt alles gut in dem Topf erhitzt. Wenn dann alles erst einmal kurz aufgekocht hat, dann kannst du jetzt das Ganze auch schon auf den Mürbeteig geben und gut glatt streichen. Jetzt geht's in den Backofen. Bei 180 Grad Ober- und Unterhitze wird das Ganze gerade mal für 20 Minuten gebacken. Und bevor du deine Mandelecken jetzt schneidest, je nachdem wie du das gerne schneiden möchtest, sollte natürlich alles gut abgekühlt sein. Wenn du möchtest, kannst du das alles jetzt auch noch wunderschön verzieren. Da wir Weihnachten haben, kannst du natürlich auch alles Mögliche an Streuseln nutzen. Ich habe einfach dunkle Schokolade genommen und habe das Ganze damit noch verziert. Ich fand, dunkle Schokolade passte einfach am besten dazu. Übrigens ist das Ganze für 3 bis 4 Wochen haltbar. Es heißt nicht, dass das danach verdirbt. Es ist einfach nur so, dass der Teig dann so ein bisschen trockener wird. Also man kann das immer noch essen. Aber wie gesagt, so 3 bis 4 Wochen ist es gut haltbar. Wir sind am Ende vom Video. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und schreib mir doch auch einen netten Kommentar, welches Geschenk dir so am besten gefallen hat. Das würde mich mal interessieren. Jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch allen eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten Video. Ciao!